Bananengut, dann sind wir willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 15. Und ja, wir gehen nicht in die Karriere, sondern wir starten eine neue Karriere. Diesmal keine Spielerkarriere, sondern eine Trainerkarriere. Und wir starten, ja, war sehr geil. Logisch, wir starten mit dem Hashtag FC Schalke 04. Mein Lieblingsverein. Welche suchen für die Knappen. Wir haben noch echt was aufgelegen. Spielschwierigkeit macht man auf. Aber gehört das, was wir auf 4 Minuten springen, das Herz macht auf 3. Wir haben mit dem Euro Spanien logischer. Also aktuelle Hinterland europäischer Wettbewerb in der ersten Saison. Natürlich machen wir das mit gesetzten Teams, dass auch wir dabei sind. Wir treffen auf den Fickern Lissabon, Liverpool und Standard Lüttich. Wie sieht es in der Europa League aus? Ein paar Partien in Salzburg, das sind eh die guten Partien, die holen gleich wie im anderen Spiel auf Tottenham, Lokomotiv Moskau und Bayern. Lockeren! Und nochmal jetzt für euch, dass ihr es ansagen könnt, gegen welchen Team, gegen welchen Club euer Verein spielt. Ich sehe doch, weil die Europa League. Nein, und wo wollt ihr? Das Transfer ist im Sommer, die aktuell natürlich nicht. Und es geht weiter. Und wir laden doch schnell natürlich die Aktualisierungen herunter. Und dann. Vorname. Logischerweise. Benjamin. Benjamin Keller. Benjamin Keller. Nein, wir nehmen, welchen Nachnamen nehmen wir denn? Wir nehmen. Benny Ben. Auch ein geiler Name. Natürlich ist auch einer hier ebenfalls auch ein anderer Kleidungsstil. Natürlich ein Anzug. Blau natürlich Hautfarbe. Hell Körperbau. Stämmig. Und dann gehen wir weiter. Ben, der neue Boss. Der neue FC Schalke Boss auf dem Rückschlag. Überrascht wurde bekannt gegeben, dass Bean neuer Trainer beim FC Schalke 04 wird. Man weiß nicht, welche anderen Kandidaten noch im Gespräch waren. Wäre neu erstellen. Bean LP. Da könnt ihr auch gerne entscheiden. Und das sind wir jetzt hier auch. Wieder. Okay, wir klicken für mal Liga zu. Ich glaube, sie werden jetzt noch folgende Liga messen. Die Europa League Qualifikation ist das Ziel. Okay. Der Scout, der möchte sich hier vorstellen. Okay. Löschen. Assistenztrainer nach Stürmer ausschalten. Das ist gleich auf unserer Start, das ist die Abteilung auf unserer Seite. Ja, zum Beispiel Geschäftsführer. Wichtige Informationen, ja, bla bla bla. Und wir schauen uns mal zu. Runde der letzten 32. Jobangebote. Okay, wir gucken uns mal natürlich gleich mal unsere Aufstellung an. Hier vorne. Schuhe, Pomodin, Meier, Clemens, der Hunter, Ording, Böger, Neustadt, da oben, Eichhorn, Uschi und Fährmann.
Wir haben halt mit einer 77 nicht sogar überpowered natürlich, aber soll uns jetzt nicht stören. Axler guckt natürlich logischerweise in die Mannschaft. Ja, das ist ein 80er. Auf welchen Spieler würde ich dann ganz gerne noch aufbauen? Auf den Herrn Goretzka würde ich ganz gerne. Da gehört nicht zu viel von Obasi. Und Kuku ist ganz einfach einmal hier Leon Goretzka, Aggressivität, Alter, der ist erst 19. Und wir vielleicht hier noch irgendwie Kirchhoff zum Beispiel. Ich hätte natürlich auch noch ganz gerne den Spiel ebenfalls von Colossin und sowas. Ich würde natürlich auch ein bisschen so auswirken. Und natürlich hier, weil das ist logischerweise der aktuelle Kader. Buschi passt, Höhe des Neustädter. Neustädter würde ich hier ganz gerne gleich rausgeben. Und Matti wollte ja beim Derby. Derby-Sieger mit den Knappen. 2-1 gegen die Dortmunder. Matip, Torschütze 1-0 ist. Dann steht unsere Verteidigung Boateng hier. Nämlich hier Höger. Würde ich ganz gerne vielleicht Roman Neustädter sehen. Ja, vielleicht nichts Falsches. Dann wäre das vorerst einmal das Beste. Und ich, also was mal ganz wichtig ist, ist, dass man auf der Bank auch eine Ordnung hat. Das hier ist dann vielleicht schon die Ordnung. Und dann würde ich ganz gerne hier noch Müller auf der Bank haben. Für Support. Ja. Dann haben wir aber zwei Elf auf der Bank. Fuchs. Ich würde ganz gerne, warte, ich spiele Fritz ganz gerne. Ja, mal speichern. Dann gehen wir hier mal so. Gehen wir hier mal. Auf Spieler verkaufen. Papa und Kirchhoff. Gehen beziehungsweise Berlin. Und wen haben wir gesagt? Fuchs. Dann würden wir ganz gerne auf die Transferliste setzen. Was? Fuchs ist auf der Transferliste. Der ist erst gekommen. Bin ich ja jetzt mal ganz ehrlich. Fohlen würde ich ganz gerne eher planen. Abdiches, Vodka, Bortmann, Ita. Fohlen, Goretzka würde ich ganz gerne aufbauen. Clemens, Fuchs, Ufer, Obasi, Meier, Uschi. Der ist fort. Ich glaube nicht, dass der Spieler ist. Und dann noch nicht. Der okay, zum Dana könnten wir dann vielleicht noch. Der verkauft. Auf die Transferliste setzen. So, Basi können wir ebenfalls auf die Transferliste setzen. Möchte vor allem nur mal ein wenig unseren Kader kleiner machen. Ich würde ja ganz gerne auch Verfang verkaufen, weil da würde uns sicher hier Santana, Obasi. Kirchhoff würde ich ganz gerne planen. Clemens würde ich ganz gerne verleihen. Warte. Wie alt ist Kirchhoff? Kirchhoff ist 23. Clemens würde ich sicher nicht verleihen. Das. Clemens verleihe ich. Dann verleihen wir Clemens und Kirchhoff. Machen wir eine Leihe von
Legends. Und Kirchhoff. Ach, Kirchhoff ist ausgeliehen, ja, okay. Und dann Clemens haben wir. Hier. Auf die Leihliste setzen für eine Saison. Passt. Dann würde ich ganz gerne, ich wäre ansonsten ja hier ganz einfach. Passt. Das kann man gucken, also halt mir auch gleich mal ein Design. Verletzter Spieler. Und verletzter Moment, das Ding schon als Bonus. Und da können wir auch gleich mal die Tabelle anschauen. Aber ich glaube, das soll jetzt eigentlich das sein, das Spiel. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare hineinschreiben, welchen Spieler ich mal kaufen sollte. Und was mir aufgefallen ist, möglicherweise auch, dass wir vielleicht ein Backup für den Hunter bräuchten würden. Und for fun, habe ich jetzt for fun schon auf die Transferliste gesetzt. Auf die Transferliste setzen. Welches Position würde ich ganz gerne holen. Stürmerin, Nationalität ist mir eigentlich egal. Ich kann auch auf der Transferliste sein, aber das ist mir grundsätzlich egal. Alter soll mindestens 17 sein und maximal darf er 23 sein. Ich weiß, wenn